Hallo YouTube, willkommen beim nächsten Video. Gags reagiert. Fritz Meinecke live, Seven vs. Wild. Wieso es eine Staffel 3 gibt? Waldbrände und Lebensgefahr. Q&A. Wenn ihr mehr von Gags reagiert sehen wollt, abonnieren, kommentieren und liken. Und auch auf Kick vorbeischauen, da kann man seit neuestem sogar abonnieren. Gönnt doch mal. Viel Spaß mit dem Video. Rein da. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute gibt es neue Informationen zu Seven vs. Wild. Viele Fragen von euch aus der Community werden in diesem Video beantwortet. Vorab, ganz wichtig, ihr wisst es mittlerweile, aber noch nicht alle haben abonniert. Deswegen unbedingt den offiziellen Seven Genau, er Wild sagt's auch hier. Dein Game of the Year, Olli Starfield, okay. Kanal auschecken, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und meins gab's schon eigentlich dieses Kommentar. Fangen wir direkt mit der allergrößten Sache an. Und zwar habe ich im letzten Jahr Folgendes gesagt. Genießt. Genießt die Staffel, es gibt nie wieder eine nächste. Diese zweite Staffel. Denn eine dritte wird es nicht geben. Zu Recht fragen sich natürlich viele, warum ich das damals öffentlich so gesagt habe. Ich möchte euch heute einmal erklären, wie es zu dieser Aussage kam und warum es jetzt doch eine dritte Staffel gibt. Aber fangen wir von vorne an. Seven vs. Wild Staffel 1, damals in Schweden, ihr erinnert euch, ist aus einer ganz... Ja, wieso soll es dazu gekommen sein? Ich habe einfach gelogen. Einfach anders überlegt. Anders überlegt und es gibt ganz viel Kohle. Jetzt weiß noch mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind. Nur wegen des Geldes. Nur wegen Money. Ganz einfachen Idee entstanden. Ich habe gerade überlegt, es sind 6 Streamer dabei, oder? 6 Streamer sind. 6 von 14 Leuten sind Streamer. Oder sogar mehr? Ja, aus was zählt er denn? 8 sogar mit Martin. 6 Streamer. Mal schauen. Einfach ein paar Kumpels angeschrieben, ob die Bock haben, kleines Team zusammengestellt, bisschen improvisiert und los geht's. Ja. Hat alles super geklappt, ihr habt's gefeiert und ihr kennt ja die komplette Geschichte. In Staffel 2 ging es uns darum, uns weiterzuentwickeln. Ja, da wussten die Leute, was für einen Impact das hat. Wie mächtig das wird. Da hat sich jeder drum geschlagen, da mitmachen zu können. Millionen Videos, wie bereite ich mich vor, wie mache ich das, wie mache ich Video über diese Unterhose ziehe ich an, dieses Oberteil ziehe ich an, das nehme ich mit, die Schnur, immer ein neues Video, mehr Klicks, mehr Aufmerksamkeit, noch immer mehr. War wild, weil jeder wusste... Wenn man irgendwas damit macht, dann earnt man Klicks und wird berühmt und wild und wahnsinnig. Und ja, den Zuschauern, also euch da draußen, aber auch den neuen Teilnehmern eine völlig neue Location. Wurde auch einfach manchmal zu viel. Zu bieten. Max, Johannes und ich sind dafür fast ein ganzes Jahr mit unserer Arbeitszeit und vollem finanziellen Risiko in Vorleistung gegangen. Wir lieben Abenteuer, aber wir mussten uns auch eingestehen, dass wir am Ende von Staffel 2 gemerkt haben, dass wir in vielen Punkten einfach an unsere Grenzen gestoßen sind. Was ja Organisation angeht, Produktion. Ja, hat man ja gesehen bei dem Making-of teilweise, dass die letzte Folge mit dem, oder vorletzte Folge mit dem, wo das mit den Hubschraubern und dem Flugzeug noch nicht feststand. Ein paar Stunden vorher mit Aussetzung. Also das, was alles... Und wo sogar noch die Aussetzung geändert wurde, während sie da hingeflogen sind. Weil ein Spot nicht benutzt werden konnte. Um das Projekt im Hintergrund zu passieren. Und genau aus diesen Gründen haben wir drei uns letztes Jahr dazu entschieden, keine weitere Staffel mehr zu machen. Der ein oder andere aus der Community wird jetzt sagen, ja, aber warum nicht back to the roots, bisschen oldschool-mäßig. Geht doch einfach wieder zurück nach Schweden und schmeißt da ein paar Leute raus. Und ich sag's euch ganz ehrlich, natürlich hätten wir alibimäßig irgendwie was auf die Beine stellen können, so im kleinen Rahmen, um einfach nur... Ja, es muss schon was sein, was neu ist. Und ich glaube, dass man viele Sachen einfach nicht mehr schlagen kann von Staffel 2. Muss man ja auch nicht. Wenn es was anderes ist, muss man das eigentlich nicht mehr schlagen können. Sondern wenn es was Neues ist, dann hat man neue Challenges. Irgendetwas zu machen. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, Seven vs. Wild ist von Leidenschaft getrieben, von der Flamme und der Passion, etwas Neuartiges zu schaffen. Ja. Es muss einfach in uns allen irgendwas aus... Das habe ich gemerkt bei Staffel 1, es war diese richtige Leidenschaft. Aber Staffel 3, dadurch, dass er auch Leute aus dem Fernsehen nominiert hat, wirkt ein bisschen anders. Ich weiß nicht, hat zeitweise einen komischen Beigeschmack.
meine, ich finde alle geil, ich feiere alle, ich freue mich enorm auf die Staffel und ich werde es mir auch anschauen und reinziehen, egal ob mit oder ohne Stream, am besten mit dem Stream zusammen. Aber es hat irgendwie so ein bisschen faden Beigeschmack, weil man überall hin will, in alle Richtungen gehen, ins Fernsehen, dies, das, dass noch mehr Leute erreicht, noch mehr. Es ist schon geil für die Serie selbst, dass man noch mehr Klicks kriegt, noch mehr Geld rankommt und so. Aber es nimmt Dimensionen an. Mal schauen, ob das gut ist für diese Serie. Lösen, ein Highlight sein für Zuschauer, für Teilnehmer, aber auch für das komplette Team. Und wenn nicht, ist halt Staffel 3 das Ende ist auch egal. Ist das unser persönlicher Anspruch. Man probiert es halt. Das heißt, wenn, dann wollen wir natürlich eine neue Location, eine andere Tier- und Pflanzenwelt und neue Herausforderungen für alle. Ich habe es auch schon ganz oft gesagt, nicht, dass ihr das falsch versteht. Es geht für uns nicht darum, immer höher, schneller weiterzugehen, sondern wir wollen es abwechslungsreich. Interessanter, also abwechslungsreich, verstehe ich schon. Anders und vor allem neu. Und genau aus diesem Grund gibt es jetzt auch in der dritten Staffel die Team Edition und die neue Gegenstandsregelung mit der Flasche. So, jetzt natürlich die Frage, aber warum gibt es jetzt doch eine dritte Staffel? Was hat sich verändert? Genau. Nachdem meine Aussage von damals öffentlich war. Denn eine dritte wird es nicht geben. Hat es tatsächlich nicht lange gedauert. Hat keiner geglaubt, dass es eine Staffel nicht geben wird. Also wenn die Staffel 2 ist eigentlich reibungslos abgelaufen. Wenn irgendwas passiert wäre, keine dritte, aber es ist auch, war ja super. Alles funktioniert, super Erfolg, von daher, why not? Dort, bis sich ein großer potenzieller Partner bei uns gemeldet hat. Ein Partner, der bereit war, uns in jeder Hinsicht zu unterstützen, aber ganz wichtig, ohne dass dieser Einfluss nehmen wollte, auf den Inhalt der Serie und uns ermöglicht, für euch weiterhin den Content kostenlos anzubieten. Kurz gesagt, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, hört... Wer ist das denn jetzt? Ist das dieses Getränk, was am Anfang gezeigt wird? Y-Footer? Genau, nee, zu. Oder? Ohne diesen Partner, ohne diese Möglichkeit, die wir jetzt dadurch haben, würde es keine dritte Staffel geben. Ja, dann wären andere gekommen. Wir freuen uns alle sehr auf die Zusammenarbeit, sind natürlich auch stolz drauf. Nestle, genau, beste. Juhu! ...großen Partner für dieses Projekt jetzt an der Seite zu haben. Und ja, das Coole daran ist, wir können trotzdem 100% unabhängig in unseren Entscheidungen bleiben. Und ja, zum Glück, wenn ein Partner gekommen wäre und hätte gesagt, mach dies, mach das, dann hätten sie gleich zu Discovery Channel gehen können, im Scheiß. ...voll auf den Inhalt der Serie konzentrieren. Das heißt, alle inhaltlichen Entscheidungen rund um die Serie bleiben bei Max, Johannes und mir. Und vielleicht auch und ein Stück weit bei euch, wenn ihr fleißig Kommentare schreibt und uns vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen in der einen oder anderen Entscheidung. Und fleißig meinem scheiß Senf hier geben hier. Freunde, das heißt, es wird wieder Zeit für einen bekannten Trommelwirbel aus meinem Streamingzimmer. Der offizielle Partner, Ladies and Gentlemen, für Staffel... Was glaubt ihr? Schreibt jetzt, mach Pause, schreibt jetzt in die Kommentare, was glaubt ihr? Chat, was sagt ihr? Tau Fico sagt Nestle. Ich kann mir nichts vor, keine Ahnung. Warum soll es denn nicht Y-Food sein? Oder BW Online Shop? Nee, oder? Was hat er denn für Partner gehabt? Also, oder dieses komische Schmeißen mit dem Handy da, wie heißt denn das? Smash Brothers. Nee, dieses Schmeißen da mit dem Handy, dieser Handy-Dings da. Y-Food, BW Online Shop. Vielleicht sogar der Martin. Staffel 3, Seven vs. Wild, ist Amazon Freebie. What? Wer? Also Amazon habe ich schon mal gehört. Freebie? Ist das neuer Free-TV-Kanal? Was ist das? Das schaut so scheiße aus, das Zeichen. Ja, die Tao wegen diesen Dingern machen die ja noch Videos. Die haben ja ein Notfallset, die haben auch GPS und alles, die haben auch so Abwehrkits für Bären und so. Also ist, die haben da einiges und die zeigen auch noch einiges. Wir müssen uns noch anschauen. Ich kenne Freebie nicht, keine Ahnung, aber wird's jetzt erklären. Freebie ist der kostenlose, werbefinanzierte Streaming-Service von Amazon. Das heißt, dort könnt ihr wie hier auf YouTube ohne Bezahlung Videos, Serien und Filme gucken. Und also, oha. Das heißt, es gibt diese Serie dann auch auf Amazon, nicht nur auf YouTube, oder was? Komm schon, Chat schreibt das schon. Werbung mit Werbung halt schon. Free TV kostet.
2019. Echt? So lange gibt es das schon? 4 Jahre? Okay, Freedive veröffentlicht. Von Amazon Freedive auch in Deutschland verfügbar. Seit einem Jahr in Deutschland, okay? Fuck. Meint ihr, das gibt es dann auch auf Amazon? Vielleicht mal irgendwann so nebenbei aufgeschnappt, aber nicht realisiert das Ganze. Und auch ganz wichtig, ihr müsst dafür kein Abo abschließen und ihr braucht auch keine Prime-Mitgliedschaft. Es funktioniert ganz einfach über euer vorhandenes Amazon-Konto. Wer noch kein Konto hat, kann sich dort in wenigen... Ja, aber gibt es diese Folgen doch auf YouTube auch noch, oder? ...weniger als eine Minute kostenlos anmelden. So, jetzt die große Frage, was hat Freevee aber mit Seven vs. Wild zu tun? Auf Freevee werden alle Folgen der dritten Staffel vorab zu sehen sein. Da müssen sie eine Menge Geld bekommen haben für, Digga. Vorab. Was heißt vorab? Ein Tag, eine Woche, ein paar Tage? Das heißt, dass jeder sich erstmal die Folge auf Amazon Freevee und dann erst auf YouTube anschauen kann. Dürfen wir überhaupt reagieren auf Freevee? Ich habe mich schon bei meinem Zwingen gewundert, warum ich Werbung bekomme. Ein Jahr exklusiv, halbe Sony hier und COD. Ach du Scheiße. Vorab. Okay, ich bin fertig. Wir können es nicht, wir müssen noch darauf reagieren können, oder? Also ein zusätzliches Angebot für alle, die es nicht abwarten können. Natürlich laufen aber alle Folgen der Hauptserie, das Behind the Scenes und alle Reactions wie gewohnt auf YouTube. Das heißt, für euch ändert sich also nichts, außer dass ihr die Möglichkeit bekommt, auf Freevee und oder auf YouTube zu gucken. Ja, aber was heißt denn vorab? Wie? Es ändert sich nichts. Wenn es eine am Montag kommt und dann kommt es auf Mittwoch auf YouTube, ich darf nur auf YouTube schauen? Von Freevee noch nie was gehört haben solltet, zeige ich euch's kurz. Ihr geht ganz einfach auf freevee.de und landet dann auf einer Landingpage. Hier gibt es schon verschiedenste Sachen, die man sich alle kostenlos angucken kann. Backcountry, gnadenlose Wildnis. Verschiedenste Dokus hier aus Afrika, Neuseeland, Russland, im Reich der... Ja, aber ich glaube, das ist halt dann so... Also es ist zwar Free-TV, aber ich glaube nicht, dass man das zeigen kann, oder? Er sagt nichts über die Zeitspanne, gutes Marketing. Ja, das kommt dann schon noch dann, schätze ich mal, im November, Dezember kommt es ja. Ja, der sagt nichts, sonst gibt's Shitstorm oder so. Ja. Tiger, Bären und Vulkane. Peaky Blinders auch kostenlos. Ja. Die haben es bestimmt schon festgelegt. Der musste eine Menge, aber der hat eine Menge Geld bekommen von Amazon. Boah, Amazon krass, Alter. Am Start. Nur Kick hätte mehr gezahlt, Kappa. Sehr geile Serie. So, was haben wir generell am Start? Sci-Fi-Filme, Anime, Action, Abenteuerfilme. Auch mal den romantischen Film anmachen. Bisschen Comedy, Drama, Science Fiction, Mystery und Thriller. Das ist so meine Kategorie, in der ich mich sehe. Comedy und verschiedenste andere Sachen, Dokus. Also ja, jede Menge Content. Und genau hier wird dann Ende des Jahres auch Seven vs. Wild auftauchen. Ich habe euch den Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Checkt. Ja, aber dadurch andere Dimension, oder? Andere Dimension, wenn es noch auf Amazon kommt. Weißt du, wie viel Reichweite das dann noch hat? Kann es dann sein, dass das gibt dann Untertitel für andere Länder? Dass man die Serie auch, also ist ja eine Serie im Endeffekt, Staffel 3, Seven vs. Wild, dass es dann mit Untertitel gibt für andere Länder? Das wäre total easy eigentlich, so einen scheiß Text zu schreiben. Das unbedingt mal aus. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, in den nächsten Monaten wird natürlich auch am Anfang von den Videos immer mal wieder ein kleiner Hinweis auf Amazon Freevee als Partner kommen. Wir sind super happy damit und es ist für alle Seiten ein super Gewinn, für euch da draußen, für den Partner natürlich auch, aber... Naja, aber Amazon wird da schon noch ein bisschen Werbung machen. Wenn es bei Amazon Prime kommt als Pre-Roll oder so, wenn es auf Twitch kommt, wenn es jetzt auf YouTube hier Werbung gemacht wird beim Fritz, das hat schon... Und wenn es dann noch mit Untertiteln ist, wenn es dann noch so normale Plebs halt, die haben ihren Amazon Fire TV Stick. Und wenn es auf einmal auftaucht, denkt er sich, okay, gucken wir mal rein, why not? Noch nie was gehört,
YouTube schaue ich halt nur irgendwelche komischen Sachen, aber da, okay, schauen wir mal rein. Das wird schon andere Range haben. Also das ist schon nochmal ein Durchbruch, schätze ich mal. Aber auch für uns als Team im Hintergrund. So, neues Thema, und zwar das Behind the... Also weiß ich jetzt nicht. Es wird bestimmt einige Einschränkungen geben. Es wird sich schon was ändern für uns. Weil das Wort vorab ist noch im Raum, finde ich. Also wir dürfen ja sowieso nur 24 Stunden nach Release reagieren. Und mal schauen. Mal schauen. Ich weiß nicht genau, 100 Millionen vielleicht oder so, keine Ahnung. Also schon sehr viel. Hat er mal gesagt, also schon eine Menge, schon eine Menge. Das werden aber noch mehr werden dann. The Scenes. Ja, auch dieses Jahr wird es wieder eins geben. Ich fand es letztes Jahr schon extrem spannend und Dave bzw. sein Team ist auch wieder mit am Start, wird mit uns reisen und das Ganze dokumentieren und für euch. Bis auf, wenn Leute ausfallen, dann muss er mit dem anderen reingehen. Haben wir letztes Mal gesehen doch. Wenn Leute ausfallen, ist er auch noch als Ersatz. Dann muss er rein. Dann muss er rein und dann steht er nach dem ersten Tag wieder da in seinem Ding. Holt mich ab. Festhalten. Das Behind the Scenes wird dieses Jahr aber nicht bei Dave auf dem Kanal laufen und die Hauptserie auch nicht bei mir auf dem Kanal. Oh Gott. Auch noch. Warum nicht bei Dave? Sondern so. Hä? Sondern bei dem Sam vs. Wild Kanal. Sam vs. Wild Kanal, ne? Sondern alles zusammen gesammelt auf dem offiziellen Seven vs. Wild Kanal. Ja, aber scheiße, so kriegt doch der Dave keine Abos und keine Klicks, oder? Da musst du dann anders Abfindung kriegen oder so. Ja, ich habe vorhin gesagt, ich schaue, F1-23 mit Controller steht an, weil ich kann nicht fahren wegen Rücken und Füßen. Diablo 4 könnte ich machen oder COD könnte ich wieder zocken oder noch andere Sachen. Ich muss halt schon eins von denen. Was, wie genau, dazu gibt es demnächst. Ich bin auch schon müde, irgendwas Entspanntes vielleicht. Ich auch noch mal ein paar Updates. Außerdem haben wir uns noch zur Verstärkung des alten Teams die Produktionsfirma Television Network mit ins Boot geholt. Die ganzen bekannten Gesichter, die ihr ja schon kennt, wie Max, Johannes, Rico und Pat und natürlich auch noch viele mehr, sind weiterhin für die ganzen inhaltlichen und natürlich auch kreativen Inhalte der Serie zuständig. Television hat er gemacht, unterstützt ja, 7 Tage, dabei ja. Und übernimmt Verantwortung für die Bereiche Orga, Produktion, Rettungskette und natürlich auch die komplette Vermarktung im Hintergrund. So, okay. Steigen wir noch mal ein bisschen tiefer ins Q&A ein und gehen auf ein paar Fragen von der Community ein. Frage Nummer 1, wie läuft das eigentlich ganz genau mit der Flasche? Die Teams sind eigenverantwortlich dafür zuständig, dass die Flasche intakt bei der Location ankommt. Die Gegenstände aus der Flasche müssen einmal ausgepackt und ausgebreitet werden zum Vorstellen für die Kamera und natürlich auch zum Checken beim Ort. Naja, weil ich halt über die Box höre. Ich hab ein leichtes Echo drin, klar. Ich versuche die Box so leise wie möglich zu machen. Aber ich kann halt, geht da nicht anders. Es kommt halt durch das Mikrofon, kommt nochmal die Box leise rein. Also laut OBS ist der Sound vom Fritz auf ungefähr 60-70%, manchmal auch auf 80, meiner ist auf 80-90 und die Box, das Echo ist ungefähr auf 20-40, je nachdem wie die laute Stimme ist. Das ist sogar schon runtergeregelt mit vielen Filtern, aber Stimmen lässt das Mikrofon immer durch. Und das Mikrofon ist eigentlich nur auf mich gerichtet, geht nur auf mich, aber Stimme ist halt immer schwierig. Ich müsste immer muten, wenn da jemand redet. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm und irgendwann darf ich und kann ich wieder Kopfhörer tragen. Ich versuche es auch so leise wie möglich zu machen. Ich kann es noch leise machen. Ist das Echo aktuell sehr schlimm, dann mache ich für mich noch leiser, auch wenn ich dann kaum was verstehe, aber Hauptsache im Stream ist es besser. Nochmal. Ich mach mal auf. Nur ein bisschen mache ich jetzt. 6% nur. Sonst höre ich nichts mehr. So, passt. Das ist noch okay.
Orga-Team. Danach muss jedes Team das Ganze wieder in die Flasche zurückpacken. Also übt das Ganze und macht euch Gedanken, wie genau der Packprozess funktioniert. Okay. Ja, das passt. Ich habe nur ein bisschen leiser gemacht. Das heißt, ich habe diese MacGyver-Flasche nicht gesehen, weil einige Teams packen dann mit so einem Trick, wo sie da so richtig was reindrücken oder so, ne? Und die müssen die Flasche aus- und wieder einpacken können vor Ort. Das ist natürlich schwieriger jetzt. Es stattfinden muss. Und ganz wichtig, anschließend wird die Flasche... Ja, Push-to-Talk wäre nicht schlecht, ja, da müsste ich aber... Weil ich habe ja Stream-PC und Zock-PC, müsste ich schauen, dass ich eine Taste... Einfach ist, wenn ich Ton an und aus mache, so, jedes Mal. Also gedrückt halten, kacke, besser so. Flasche versiegelt. Rien de plus, nichts geht mehr. Nächstes großes Thema, bin ich auch auf eure Meinung mal gespannt, da spalten wir, glaube ich, wieder ein bisschen die Community. Wie lang werden die Folgen? Wir sagen es ganz ehrlich, in Staffel... Ich hoffe, die Folgen werden schon lang, weil sie haben gesagt, es wird besser, es wird zackiger geschnitten. Ich hoffe nicht zu schnell, damit man auch sieht, was passiert. Ich hasse zu schnelle Cuttings. Da checkt man nicht, was passiert. Es gibt viele Videos, was auch durch das Erscheinen von TikTok, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute sehr, sehr klein geworden ist, auch auf YouTube schneller gecuttet werden, feiere ich nicht. Von einem Cut zum anderen ist mir schon fast so wie ein Actionfilm, wo sich zwei zum Beispiel prügeln, aufeinander zuspringen, 100-mal gecuttet und man weiß nicht, wer wo gestanden hat. Das hasse ich. Ich hoffe nicht zu schnelle Cuttings und doch noch lang genug, denn es sind jetzt 14 Tage, es sind 14 Leute. Da geht schon eine Menge ab. Man kann ja auch nur wichtige Sachen reinschneiden, aber nicht zu wenig. Man muss nicht reinschneiden, wie sie rumsitzen. Formate, Teilnehmer selber ist ein Kamerateam dabei. Ich habe das ja noch nie. Die filmen sich selbst. Die filmen sich selbst und jetzt, wo zwei dabei sind, kann einer den anderen filmen. Die haben immer sich selbst filmen müssen mit der GoPro. Total umständlich und nervig eigentlich. Glaube ich, 2 Stunden am Tag filmen können sie sich, Filmmaterial. 2 SD-Karten, 2 am Tag oder so, oder 2 Stunden, glaube ich, kann sein, dass es auch 4 waren. Also sich selbst filmen. Diese GoPro irgendwo hinstellen, die haben 2 gehabt von denen. Irgendwo hinstellen und dann irgendwas machen. Also musst du jedes Mal immer schauen, dass du die Kamera so hinstellst, egal wo du bist, ob irgendwo am Strand, irgendwo mit Bären, was weiß ich, dass du das immer das so hinstellst, dass man sieht, was du machst. Selbst wenn du nachts irgendwie aufwachst oder so, Kamera an, Licht an und so und Scheiß. Also wir sind komplett alleine. Also jetzt sind sie zu zweit, aber Staffel 1 und 2 waren sie allein. Und das war halt bestimmt nicht so einfach immer mit dem Kamera hinstellen. Staffel 2 haben wir auch ein bisschen rumexperimentiert, die Folgen sehr, sehr lange gemacht, 1 Stunde, 1,5 Stunden, um einfach mal zu gucken, wie kommt das an und wie finden wir es selbst. Einige fanden es gut, einige fanden es eher zäh und ein bisschen... Nee, die bleiben da komplett, die werden nicht abgeholt, gar nichts. Also die bleiben da, wo es gefährlich ist. Also Staffel 2 Panama waren ja da Krokodile, da waren alles Mögliche war da. Die werden nicht abgeholt. Die sind da und müssen komplett alleine sein. Staffel 1 und 2 war ja auch diese Einsamkeit, das komplett Abgeschirmte. Das war das Problem. Also die sind alleine. Es ist niemand da. Dann müssen sie ja Selbstgespräche führen, aber jetzt sind sie zu zweit. Sie müssen immer wieder okay geben. Sie haben so ein GPS-Gerät an der Hand oder am Arsch, keine Ahnung. Damit die immer getrackt werden können. Die müssen, glaube ich, 1 oder 2 Mal am Tag Bescheid geben, dass sie leben. Und dann haben sie halt so ein Ding, wo sie drücken können. Roter Knopf ist halt sofort abholen, ich bin Lebensgefahr. Gelber Knopf ist halt kurz, irgendwie ist es okay, es passt irgendwas nicht, aber man kann sich Zeit lassen, mich abzuholen und so weiter. Also das ist ja das Krasse, komplett, das ist ja das Heftige, komplett alleine und ohne irgendwelche anderen Leute, komplett isoliert von der Welt.
hast halt nichts, nur die Geräte, die Sachen, die du mitnimmst, auch in der Flasche oder so, oder 7 Teile waren es das letzte Mal, oder ein Teil, je nachdem. Ja, die bleiben halt da. Das ist ja das Spannende eigentlich daran. Bisschen langweilig dann irgendwann. Wir haben diesmal doppelt so viel Teilnehmer, 14 an der Zahl, und auch doppelt so viel Zeit, statt 7 Tagen, 14 Tage. Die Folgen werden allerdings kürzer, das heißt, wir können uns viel, viel mehr auf die ganzen geilen Highlights fokussieren. Das heißt, wir haben uns natürlich auch dazu entschieden, dass die Teams... Ja, aber nur Highlights, auch so ein bisschen, wie das da wirklich abgeht. Nicht nur, wenn was passiert, auch mal ein bisschen, auch ein, zwei langweilige Sachen zeigen. Weil es ist halt auch mal so. Geilen Content machen, viel erleben, viel ausprobieren, natürlich auch mehr gezeigt werden. Sollte es Teams geben, die jetzt plötzlich den ganzen Tag Mittagsschlaf machen und 3 Gräser essen, ja gut, die kriegen dann halt auch keinen bis kaum einen Anteil in der Serie. Also um es auch nochmal drastisch zu sagen, sollte ein Team einfach nur tagelang das Ganze aussetzen, rumsitzen und nichts machen, wird es auch nicht gezeigt. Bevor der Aufschrei wieder groß ist, wir machen allerdings auch wieder eine Uncut. Ist ja auch vernünftig und die Leute wollen ja nicht Screentime haben, damit sie populärer werden, also mancher zumindest. Serie hinten raus für die absoluten Hardcore-Fans, die sagen, ist mir scheißegal, ich will die komplette SD-Karte sehen, ich will alles sehen. Jeder. Naja, Drohne ist halt so eine Sache, du kannst ja nicht ewig fliegen und dann, glaube ich, so viele Drohnen gleichzeitig zu steuern. Und dann wollen die auch, dass die komplett alleine sind da, weißt du? Einzelne Beere, die gepflückt wird, will ich mir angucken, könnt ihr machen in der Uncut-Serie, die dann danach kommen wird. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde es eine super geile Lösung, weil damit haben wir einfach beide Seiten abgedeckt und jeder kriegt genau das, was er möchte. Auch eine Frage, die oft gestellt worden ist, bekommen die Tierfilmer eine zusätzliche Kamera? Grundsätzlich denkbar, klären wir allerdings noch ein bisschen ab im Hintergrund. Auch gerne mal da eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir wollen natürlich geile Aufnahmen haben, aber der Fokus soll natürlich schon irgendwie auf diesem Überlebensaspekt bleiben und alles, was dazugehört. Also Nahrungsversorgung, irgendwelche Bauprojekte, Shelter, Unterkunft, Feuer und so weiter. Eine Sache, die wir uns überlegt haben und die finde ich sehr, sehr geil, wir hatten ja immer diese Action-Camps, aber wir wollen zusätzlich jetzt den Teams Wildkameras mitgeben, um dann auch... Ja, und diese Action-Cams haben sich alle beschwert, dass sie scheiße waren, hatten auch keine Kamera vorne. Man wusste nicht, ob man im Bild war oder so. Musste mehrfach das ausrichten, weißt du? Immer hingehen, die Kamera hinstellen, irgendwie so auf irgendwas drauf und dann nachher hinschauen und dann hinten so ein kleines Display, dann gucken, ob man richtig im Bild ist oder so. Kein Display vorne, hat der Knoss sich jemand beschwert, was für eine Scheiße das war. Auch mal die ein oder andere nächtliche Aktivität mittels einer Fotofalle aufnehmen zu können. Also man sieht zum Beispiel einen Tierpfad und könnte dort dann einfach mal eine Kamera aufstellen, eine Fotofalle. Und zusätzlich soll jedes Team noch einen Camcorder mitbekommen, der eine Nachtsichtfunktion hat. Ist auch nochmal sehr geil vom Stil. Habe ich früher in meinen Videos okay, auch geil, noch mehr und Aufnahmen. Auch eine Zoom-Funktion, weil das ist auch eine Sache, die ja, mich persönlich richtig genervt hat. Ja, aber letztes Jahr waren da wirklich Wale zu sehen. Oder Krokodile, die geschwommen sind. Hätte man voll geil sehen können mit der Zoom-Kamera. In der zweiten Staffel, wenn es dann mal Wildlife gab in Form eines Haies oder eines Krokodils, ja, dann stehst du da mit deiner Action-Cam und siehst später auf dem Bildschirm 3 Pixel. Das wollen wir natürlich nicht mehr. Das heißt, wenn das Bärchen, der Wolf, der Puma oder ja, vielleicht nur eine Ente irgendwo zu sehen ist, dann wollen wir natürlich auch eine schöne Aufnahme davon haben. Ein großes Thema, was sehr aktuell ist und auch immer wieder die Runde macht, viele Nachfragen, wie steht's zum Thema Waldbrandgefahr in Kanada? Vielleicht hat er das so ein bisschen mitbekommen, muss die Staffel abgesagt oder vielleicht sogar verschoben werden? Erstmal vorab, ganz wichtig, Kanada ist riesig und die Gefahr ist nicht überall gleich groß. Okay. Allerdings hat natürlich Sicherheit und auch Prävention gegenüber der Natur können Sie nichts machen, eine extrem große Priorität bei uns. Wir versuchen im Hintergrund an einer Lösung zu arbeiten, die möglichst wenig irgendwie auf die Serie eingreift. Was es da ja, für Sicherheitsmöglichkeiten gibt, da muss natürlich auch ein bisschen eine Absprache mit Behörden und so weiter sein. Das heißt, es kann sein, dass es gewisse Auflagen gibt beim Thema Feuer. Also, dass man Feuer zum Beispiel nur in Wassernähe machen darf, zur Nahrungszubereitung. Ja, manche kriegen ja Feuer nicht einmal an, siehe Staffel 2 hier. Zum Trocknen von Kleidung, zum Wasser abkochen und so weiter. Aber jetzt kein Feuer über Nacht mitten im trockenen Wald, wo man ja einfach auch keine Kontrolle drüber hat, wenn man jetzt... Wie ist denn, wenn sich diese Auflagen ändern mitten während den 14 Tagen? Wie kriegen die denn Bescheid gesagt? Aber die kam ja ein Telefon dabei, so ein Satellitentelefon, da kann man sie anrufen. Zur Not.
schlafen sollte. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es natürlich extrem wichtig ist, dass da keiner irgendwie, auch wenn es nur aus Versehen ist, irgendeinen Waldbrand auslöst. Unter gewissen Umständen müssen die Zuschauer und auch Teilnehmer also mit gewissen Einschränkungen leben. Was auch viele von euch geschrieben haben, warum eigentlich so viele Streamer-Teams, die nichts im Outdoor-Bereich können? Ja, da bin ich ja mal gespannt, was er sagt. Ich habe auch gesagt, es sind zu viele Streamer. Ich dachte vielleicht, es gibt 2 Streamer-Teams. Aber es sind 3 Streamer-Teams. Mal schauen, was er sagt. Ich persönlich muss sagen, der Mix ist spannend. Und wenn ihr jetzt euch mal die kompletten 7 Teams anguckt, glaube ich, dass wir da nicht nur irgendwelche Streamer haben, sondern eine schöne, breite Mischung. Der Mix macht's. Wir erinnern uns zurück an Staffel... Ja, ja, extremer Mix haben sie. Es ist echt wild, ja. 2 an Sascha und Knossi, die 7 Tage durchgezogen haben. Und ich glaube, viele von euch hatten Zweifel daran. Und ja, sie haben uns eines Besseren belehrt. Es gab auch Leute, die geschrieben haben, ihr übertreibt es, da können Leute sterben. Wieso macht ihr das? Und ja, wir müssen ganz offen und ehrlich sein. Ja, das ist ja auch der Kick daran, oder? Die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht aber auch jedes Mal, wenn ich ins Auto steige. Oder wenn ich einfach auf einer ganz anderen normalen Tour irgendwo Outdoor unterwegs bin. Wir haben natürlich ein Team im Hintergrund, die sich mit Rettungskette beschäftigen, die mit den Locals vor Ort sprechen, ja, die ihr Bestmögliches geben, um das Risiko zu minimieren. Aber, und das ist extrem wichtig, jeder Teilnehmer muss sich bewusst sein, auf was er sich da einlässt. Und man sollte das Ganze nicht irgendwie so ein bisschen kleinreden, sondern sich wirklich mal in Ruhe Gedanken machen und dann nochmal innerlich sagen, ich entscheide mich freiwillig dafür und ja, ja, die unterschreiben ja auch Verträge. Wenn sie sterben, sind sie selber schuld. Hat kein anderer Schuld. Hallo Frank Matuschek, was geht? Ich möchte das und ja, ich bin mir darüber bewusst, was für Auswirkungen das Ganze haben kann. Seven vs. Wild ist ein Format, bei dem man mit wenig Ausrüstung mitten in der Wildnis ist. Das Gefühl, auch als Team völlig auf sich allein gestellt zu sein, soll und muss vor allem echt sein. Und ich glaube, da stimmt ihr mir alle zu, weil genau davon und auch von diesen Emotionen lebt die Serie. Und auch ganz wichtig, wir sind hier keine Action-Serie, ja, sondern wir begeben uns quasi freiwillig in eine Art Experiment und dokumentieren die. Ja, dokumentieren, was passiert, und wenn es manchmal langweilig ist, ist es halt so. Trotzdem ist es geil. Man sieht halt, was Sache ist. Jedem muss bewusst sein, wenn man eine 20 Meter hohe Klippe runterstürzt und auf den Kopf knallt, ist man tot. Daran kann man nichts ändern. Da können wir planen. Gibt es kein Respawn oder was in Kanada? Frech. Planen, wie wir wollen. Da können wir eine Rettungskette aufbauen, wie wir wollen. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Es gibt gewisse Risiken. Und solange sich jeder darüber im Klaren ist, der da freiwillig mitmacht, können wir da auch das Projekt ruhigen Gewissens starten. Um das abschließend nochmal in einem Satz zusammenzufassen: Die Natur ist nicht kontrollierbar. Das Wetter nicht, die Tierwelt nicht. Die Gegebenheiten vor Ort nicht. So, Freunde, super viel Input. Schreibt gern eure Meinung in die Kommentare. Was noch offen, was für Fragen sollen wir vielleicht in einem weiteren Q&A beantworten. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich alle Links in der Videobeschreibung auschecken. Und würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr interessantes Video, sehr informativ. Oh, danke dir für dein Follow, Frank Matuschek. Merci dir. Nur das mit dem Amazon-Gedönse da und vorab, wie viel vorab ist es, da müssen noch auf jeden Fall einige Sachen geklärt werden. Sonst, ja, war ja fast klar, wenn Staffel 2 so erfolgreich wird, dass Staffel 3 kommt und dass das quasi von Amazon komplett oder teilweise oder was auch immer da unterstützt wird, ist schon geil. Ich schätze mal, wenn es Amazon nicht gemacht hätte, hätte es jemand anders gemacht, aber man hat ja gesehen, wie viele Klicks es hat. Es hat wirklich viel Aufmerksamkeit erregt und jetzt mit Amazon und mit den ganzen Teilnehmern ist alles breit gefächert, dann erregt es schon noch mehr Aufmerksamkeit. Einfach so schreiben mit GexTV. Bitte die Folgen nicht kurz machen. Eine Stunde wäre gut, denke ich. Ja, mindestens eine Stunde, sonst wäre scheiße. 60 Minuten finde ich gut. Mittelmaß, okay. Ja, ja. Schade, dass die Folgen kürzer werden. 1,5 Stunden war schon okay. Kamera-Equipment, große Nahrungsquelle, Potenzial, ich finde hier nicht schlecht. Okay, also, interessant. Bin ja mal gespannt. Da kommen noch bestimmt einige Sachen, einige Fragen auf und das mit Amazon ist echt neu, ich kannte das nicht. Mal schauen, wie das ist.
Deswegen hier, wenn ihr mehr komische Reaktionen von mir sehen wollt, abonnieren, kommentieren und liken. Und dann kommen wir zum Ende mit Seven vs. Wild. Wieso es eine Staffel 3 gibt? Waldbrände und Lebensgefahr, Q&A, Fritz Meinecke Live, Ende.